Ja. Rechts oben. Ne? Und da jetzt nicht mehr drauf drücken, gell? Ja? Ja. Liebe Damen und Herren, mein Name ist Marco Wannenmacher aus Pördingen, Drosselweg 5. Ich möchte Ihnen ein bisschen die neuen Geschäfte vorstellen, die seit 1994 hier entstanden sind. Wir befinden uns hier im nördlichen Gebiet von Pördingen, nordwestlichen Gebiet besser gesagt. Nun schauen wir uns mal ein bisschen diese Läden hier an. Fangen wir mal an mit diesen netten hier. Schauen Sie sich das an, feinste Handarbeit, beste Qualität und das zu unschlagbar günstigen Preisen. Das Geschäft heißt Inform Glas, Porzellan, Hausrat und Geschenke. Also alles Mögliche, was das eben das Leben etwas schöner macht. Auch hier dieser schöne Blumenstock, exportiert aus Saudi-Arabien, ist mittlerweile 1 Million D-Mark wert. Mittlerweile 1 Million. Stellen Sie es mal vor. Und das haben die da drin. Aber Sie brauchen sich nicht wundern, die Leute haben Schutzvorkehrungen getroffen. Denn hier, das ist härtestes Panzerglas. Da kommt keine Kugel durch, nichts. Gleich daneben hier sehen wir diese schöne Säule, wo also Blumen und anderen Scheiß hat reinkommen. Sehen wir hier. Und es bietet sich immer an, sich so ein Stück anzuschaffen. Denn teuer ist das Teil nicht. 998 D-Mark. Okay, also weiter. Dann, liebe Damen und Herren, das wäre für Van Gogh der schönste Anblick gewesen. Diese wunderschönen, wirklich hübschen Sonnenblumen. Schauen Sie, sie sind zwar nicht ganz ausgewachsen, aber trotzdem immer noch von der Qualität her top und number one. Immer noch. Dann, was willst denn du, du kleines Vieh? Schauen Sie sich mal das Vieh hier an. Und diese hier, diese Gans und diese Ente. Da hören Sie, wie sie tun. Ja, liebe Damen und Herren. Aber es kostet so ein Teil. Ne? Dann müssen Sie sich auch so um die, schauen wir mal, 10.577 Mark müssen Sie da haben, wenn Sie diese hier wollen. Ne? Das haben ja die meisten sowieso, kein Problem. Was ich hier ganz toll finde, das sind die ganzen Gänse, die wir hier sehen. Allerbestes Schmutter-Porzellan. Das ist so ungefähr das gleiche wie Meißner-Porzellan, nur etwas besser ist dieses Schnuller-Porzellan. Und aus dem bestehen sie alle und deswegen müssen sie da für jede circa, also was ich da noch vorher nannte, das ist der Höchstpreis, 10.577 Mark. Aber hier, die kleineren, die kosten auch noch so um die 600-700 Mark. Das ist allerdings dann auch noch minderer Qualität. Nicht nur kleiner sind sie, sondern auch minder von der Qualität. Okay. Okay. Also, Sie sehen auch, wenn man da reinschaut, wirklich besseres Ambiente kann man gar nirgends finden. Denn das ist wirklich einmalige Qualität, die Sie hier drin finden. Wirklich. Und da müssen Sie einfach nach Pördingen kommen. Dann schauen wir mal kurz auf die andere Seite, dass Sie ungefähr wissen, wo wir uns befinden. Hier befinden wir uns direkt gegenüber der Handelshof-Filiale, die natürlich hier das eindeutige Monopol hat, was Lebensmittelhandlung angeht. Trotzdem auch der Pennymarkt hier vorne ist nicht im Nachteil, denn wenn Sie günstig einkaufen wollen, dann gehen Sie immer noch zum Pennymarkt. Und das ist natürlich ganz neu jetzt, nicht? Also als ich letzte Mal im Geschäft war, da wusste ich nicht, was die ganze Scheiße überhaupt soll, ne? Also die Sachen stehen hier so rum, man weiß gar nicht, was man kaufen soll, weil das Angebot einfach umwerfend groß ist. Doch dann fand ich das hier, der Rasenmäher-Service. Denn jetzt kommt hier die Rasenmähzeit, ne, und dann braucht man natürlich auch entsprechend einen Service. Und den bietet dieses Geschäft obendrein noch. Abschließend möchte ich Ihnen dann noch die Geschäftszeiten nennen. Die sind nämlich von Montag bis Freitag von 18.30 Uhr bis 13 Uhr. Samstag 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Ne? Toll. Metabo ist natürlich hier, also wirklich feinste Handarbeit. Schauen Sie sich alles nur in Ruhe an. Hier diese Teelichter, ne? Also diese Halogenlampen da hinten, wenn Sie das sehen. Ich weiß nicht, ob man die von hier sieht. Also wirklich super. Genial. Dann hier, was haben wir hier? Dieses schöne Service. Und natürlich diese schöne Gartenanlage. Da freut jedes Herz, das einen Garten hat, neben seinem Haus.
Auch wir freuen uns drauf. Nur wir können die nicht im Garten machen. Ne? Wir müssen eben raus auf den Balkon. Ne? Garten haben wir nicht. Aber sowas wäre auch für den Balkon ganz gut. Nicht dieses Sortiment, was die hier haben. Es ist immer wieder sehr frappierend zu sehen, wie andere Leute dastehen und haben nichts als nur so schäbige Möbel wie Matratzen und sowas, was man eigentlich gar nicht für einen Balkon benutzen kann. Aber das hier ist natürlich extra geniale Sache. Ne? Dann von den Teilen hier haben wir auch ein paar zu Hause rumhängen. Ein paar zu Hause haben wir von denen auch. Sehen Sie, das ist alles von Villeroy und Boch, also ganz bekannt. Diese Metallgussfabrik ist sehr bekannt in der ganzen Welt, auch hier in Vördingen. Das Ganze, die Fabrik hat ihren Sitz am Oberen Eselsberg in Ulm. Gleich neben AKU, falls Sie das kennen, im Rehabilitationskrankenhaus Ulm. Da haben wir das Teil her, oder haben wir die Viecher auch her. Und sie faszinieren mich immer nicht, obwohl sie schon ja, gute 10 Jahre bei mir im Zimmer hängen. Also sie sind immer noch wunderschön anzusehen. Auch dann diese Pokale und so, nicht, die Sie hier sehen. Also wunderbar. Wunderbar. Hier. Gut, hier haben wir ein paar technische Meisterwerke, diese Säge und dieses Scheiße halt und so, ne? Sehen Sie ja selber. 12+1 Bauvorschläge. Ja, also wenn Sie mal vorhaben, etwas zu bauen, dann bauen Sie nicht auf Sand, bauen Sie auf festen Bauvorschlägen. Jo, und damit werden wir fast hier durch. Hier sehen wir noch den Rasenmäher-Service, nicht? Hier, noch die Rasenmäher ein bisschen. Okay, man. Dolmar Motorgeräte, nicht? Also solche kenne ich auch. Solche kenne ich auch aus den schlimmsten Horrorfilmen, wie Sie sehen. Diese Kettensägen dort. Also wirklich der Hammer, ne? Wirklich. Aber. So, jetzt sind wir hier gelandet. Hier beim KIK Textildiscount. Oder Discount, wie man eigentlich sagen müsste. Ne? Der hat es in sich. Und ich muss sagen, hier zum Beispiel ab 5,99 Mark, nicht? So ein Ball, so ein lumpiger kleiner Ball, 5,99. Das ist schon wirklich der Hammer. Nicht? Schauen Sie sich das Teil an, schauen Sie sich die Viecher mal genauer an. Also die Bälle fühlen sich sichtlich wohl, muss man echt sagen. Sehen Sie, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, die soziale Kompetenz untereinander ist nun mal da bei diesen, ne, bei diesen wunderschönen Bällen. Aber sie mögen sich und sie fühlen sich wohl und das ist generell das Wichtigste, was ich Ihnen empfehlen kann. So, dann schauen wir weiter. Also KIK, ne? Der Textildiscount. Hier haben wir noch die gleichen Viecher für France 98. Ne? Die Bälle hier, die großen Brüder dieser kleinen hier. Und die haben natürlich auch so viel. Sie kosten nur etwas mehr, nämlich 7,69 Mark. Also sehen Sie, ein bisschen teurer, aber nicht mal doppelt so groß, aber nur ein bisschen teurer. Dann nehmen Sie lieber gleich so einen großen Ball, denn die kleinen, die sind eh bald weg. Nicht? Braucht ja nur der Nachbarshund sich so einen Ball holen und dann ist er weg. Auch nichts Gutes. Ne? Dann natürlich, was haben wir denn hier? Wunderschöne, wirklich absolut geniale Sonnenschirme. Die haben wir wirklich um die Sonnenschirme. Schauen Sie diese Farbgebung an, wie fein sie sind. Und die Füße ja auch, ne? Und sie sehen es wirklich perfekt, muss ich sagen. Also perfekt sieht man das. Da kann man mehr nicht sagen. Tja, und rechtzeitig zum Osterfest präsentiert uns hier KIK dann auch noch diese alten Geschenkdinger da. Obwohl Ostern schon wieder eine Woche her ist, ne? Aber trotzdem, sie sind immer noch da. Ja. Und hier, ja, diese sehen Sie, was Sie hier sehen, ab 1,99 Mark. Ob das jetzt Brillen sind, ob das irgendwelche Jeans-Dinger sind oder irgendwelche Geldbeutel, alles hier 99 Pfennig. Starkes Stück, ne? Denn mein Vater könnte auch ganz gut einen Geldbeutel gebrauchen, denn der hat ihn gestern auch da hinten verloren. Und jetzt braucht er 9, ne? Schauen Sie sich das an, diese hier, ne? Diese hier. Diese hier, die. Also Auswahl hat man hier wirklich genug. Ne? Hier. Diese wunderschönen Servietten, 2,29 Mark.
Oh, liebe Damen und Herren, hier diese Tuchdecken, 1,99 €. Diese wunderschönen, absolut genialen Teile hier. 99 Pfennig für so einen kleinen Wicht, den wir hier haben. Die Wichtels sind das, ne? Okay. Dann hier befinden wir uns direkt vor der Tiffany-Spielothek. Die haben nie gescheite Automatenspiele eigentlich, lauter Scheiß haben die nur. Aber ich meine, kann man nichts machen, die haben halt nicht mehr Geld und können sich keine gescheiten Platinen leisten. Gehen wir lieber weg von denen. Hier wurde Pennymarkt. Hier ist ein Pennymarkt, sehr günstig, immer aktuell, immer für Sie bereit. Schauen wir uns den Pennymarkt mal etwas näher an, liebe Damen und Herren. Hier Pennymarkt Stehkaffee, gleich angrenzend. Und hier natürlich, hier müssen Sie keinen Pfennig zweimal umdrehen. Hier nicht mehr. Nein, der ist schon umgedreht für Sie, ne? Sehen Sie ja hier. Dann möchte ich Sie noch von den Geschäftszeiten etwas informieren. Von 7 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Und was mich jetzt wundert speziell, schauen wir mal rüber zum Handelshof, was können Sie da lesen? Täglich ab 7 Uhr geöffnet, ja? Hier steht es groß und breit dran. Aber was macht unser Pennymarkt? Er schreibt halt einfach in 7 Uhr bis so und so viel Uhr. Aber dass es mal groß an die Glocke hängt, auf die Idee kommen die überhaupt nicht. Solche Arschi. Echt? Muss ich schon sagen. Na natürlich, wo man jedes Geschäft denken muss. Eingang, Achtung, dieses Haus ist durch eine Alarmanlage gesichert. Sowas ist ja heutzutage notwendig, liebe Damen und Herren, denn sowas ist unmöglich. Wenn Sie da Ihr Zeug da rumliegen haben und dann keine Alarmanlage bei sich, dann sehen Sie echt schlecht aus, muss ich wirklich sagen. Also immer eine Alarmanlage hier holen, ne? Dann ist alles perfekt. Dann natürlich auch hier wurde an alles Mögliche gedacht. Hier wurde an alles Mögliche gedacht bezüglich. Ja, bezüglich einfach des Layouts, der Schönheit, der Ordnung. Das alles sehen Sie hier, nicht? Die Einkaufswagen schön ordentlich drin. Immer eine Sünde wert, muss ich sagen. Immer wieder interessant. Und das ist natürlich ganz klar, dass das hier unser Pennymarkt ist, den wir bald besitzen werden, liebe Leute. Sie hören richtig, wir, Familie Wannenmacher, werden bald diesen Laden besitzen, denn wir kaufen ihn auf für knapp 30 Millionen D-Mark. Unglaublich, aber Sie werden sehen, Pennymarkt ist unser Markt. Bald. Jetzt komm, jetzt wird's langweilig. Ja, dann mach auf. Ja. Guten Tag, liebe Anton. Ja, hier ist wieder Marco Wannmar. Wir waren vorher in diesem Gebäude, was in meiner Sichtrichtung liegt. Und jetzt sind wir im Neubaugebiet, das gleich hier angrenzt. Und Sie sehen natürlich, hier ist alles noch am Bauen. Hier muss alles noch Hand und Fuß gewinnen. Hand und Fuß haben. Aber das wird es bestimmt, denn Sie sehen, diese Häuser sind einfach genial gebaut. Obwohl noch nicht viel steht, aber ich sage Ihnen gleich, die werden genial. Erste Güte, erste Qualität, erste Klasse. Dann muss ich nur sagen, hier sieht man schon die Ziegel und die Backsteine, die für alles herhalten dann, was das Haus alles noch benötigt. Das ist natürlich hier die Grundmauer, die Sie hier haben. Ne, ich gehe mal nach. Na, hier die Grundmauern. Hier die Stromverbindungen, hier die Wasseradern. Also hier muss alles noch aufgefrischt und gelegt werden. Aber die Sache wird, das werde ich mit Ihnen. Spätestens in einem Jahr sind die ganzen Häuser hier fertig. Ne? Und dann ist wieder Platz für neue. Nein, man braucht wieder Platz für neue. Okay. Und jetzt ein paar kleine Schauspielereien von mir. Ja, das? Das war Chun-Li from Street Fighter. Wie
Küche stehen, alles top und tip und top und gut. Auch hier, ne, alles schön sauber. Das nenne ich wirklich hier erste Qualität. Und Sie werden sehen, in einem Jahr stehen hier wunderschöne Häuser. Und es sind wieder Miethäuser da, es sind wieder Einfamilienhäuser da, es ist alles wieder da. Verlassen Sie sich auf mich, MW the King of Fighters. Und dann natürlich möchte ich Ihnen auch das nicht vorenthalten. So sieht eine echte Betonschleuder aus, nicht? So sieht eine echte Betonschleuder aus und mit der wird tagtäglich gearbeitet. Und das natürlich aus gutem Grunde, denn die Häuser müssen ja noch kommen. Hier da vorne haben wir zum Beispiel ein schönes Haus, ist schon fast fertig und es gefällt mir wirklich sehr gut. Ist wahrscheinlich ein Einfamilienhaus, ne? Aber top und erste Sahne. Ne? Okay. Dann hier sehen Sie hier diese wunderschönen hohen Kräne. Hier müssen die ganzen Lasten transportiert werden. Die Lasten, die wir hier alle sehen. Und auch dahin, wenn ich hier hinten sehe, folgen Sie mir, bleibt uns auch hier der Blick nicht zu wunderschönen Wohnungen verwehrt. Das Haus mit dem gelben Anstrich zum Beispiel, das war letztes Jahr schon fertig. Und in diesem Jahr sind diese ganzen neuen Häuser dazugekommen. Also man hat eigentlich nicht den Eindruck, dass die Baubranche stagniert. Im Gegenteil, sie wächst und wächst und wächst. Da wette ich was. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. I-P-I-E-U, 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 I-P-I-E-U. So, bei dieser kleinen Musikeinlage schauen wir uns noch einmal diesen kleinen Weg hier an. Dieser Weg führt uns näher zu diesem Haus und näher zu diesem Kran. Und dieser Kran, er schafft es tatsächlich. Er hebt locker 30 Tonnen an einem Stück hoch. Das ist absolut kein Problem für das Teil, denn Sie sehen ja, er selber wiegt ja auch eine ganze Menge. Wenn wir diesen ganzen Beton da rechnen, was ich mich jedenfalls immer gefragt habe, war, wie kriegen die eigentlich die riesigen Kräne dahin? Aber ich kann es Ihnen nicht sagen, tut mir leid. Wir sehen jetzt hier im bösen Vergleich, bin ich wesentlich klein. Ja, das ist nichts Besonderes. Nee, auch hier wieder ein Haus, das schon etwas weiter ist. Das ist schon etwas aus den Grundmauern heraus. Und es präsentiert sich einzigartig. Also, da würde ich sagen, perfect built. Das Haus wird mal ein Meisterhaus werden. Das sieht man einfach, das hat man im Gespür, das merkt man. Ganz einfach. Dann natürlich kann man froh sein, dass man nicht weit weg von der Quelle sitzt. Ne? Hier diese Ziegel zum Beispiel, echte Bellenberger Ziegel. Nicht? Mit denen wurde der Pennymarkt erbaut, mit denen wurde der Handelshof erbaut, mit der wurde der Neukauf erbaut, mit diesen bekannten Bellenberger Ziegeln. Und die sind ihr Geld wirklich wert. Und Sie sehen ja, die Häuser werden schön, schöner, am schönsten. Ganz bestimmt. Schauen wir uns mal das weiter an. Love in the moonlight.
So, liebe Damen und Herren, jetzt sind wir dem Haus schon etwas näher. Sie sehen von Billmauer Bayer, ne? Also auch eine bekannte Firma, die in dieser Nähe gebaut. Oder ihren Sitz hat, sagen wir so. Hier ist alles ganz genial. So, schwenken Sie noch ein bisschen rum, ein bisschen näher hin, so weit weg, da rüber, noch hier rum, näher hinfahren, weiter wegfahren. So, und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich sehr herzlich von Ihnen verabschieden, hier auf dem Bauplatz. Wir schauen mal, ob wir noch was anderes finden, wenn nicht, sehen Sie ja dann. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen jetzt schon mal wunderschönen Mai gönnen und see you later, Alligator. Bitte stoppen.